Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Säckchen von der großen Jagd und da war ich wieder fleißig, hab mit dem, weiß ich nicht wie viel hundertsten Twink jetzt wieder ein paar von denen gesammelt und ich würde sagen, die machen wir auf und ich hoffe, dass mein Onara-Begleiter drin ist, dieses kleine Pet und dass ich mit den Jagden dann endlich mal fertig bin. Gut, ich würde sagen, wir fangen an, erste Kiste. Und da haben wir ein Trinket drin. Jetzt gucken wir mal. Naja, natürlich ist es besser als den Glump, den der Twink hier anhat. Dann die zweite Kiste haben wir nur Vorräte und ein paar Trophäen. Und die dritte Kiste, da sieht es leider ähnlich aus. Mal gucken, was hat der für ein Gear an. Ah, perfekt. 121er Item. Wunderbar. Der ist richtig gut equipped. So, dann schauen wir uns bei dem anderen Twink auch noch, was der so drin hat. Grünes Säckchen, Vorräte und eine Trophäe oder mehrere Trophäen. Noch mehr Trophäen und Vorräte. Und die letzte Kiste. Ach, gut, das war mal wieder nix. Ich würde sagen, ich schnapp mir die nächsten Chars und dann schauen wir mal, was wir da noch so drin haben. Sudela, die nächsten zwei Chars haben wir am Start mit ein paar Säckchen im Rucksack. Und zwar würde ich sagen, fangen wir hier mit dem Grün wieder an. Nummer 7 müsste das sein. Nix. 8 nix und... In Nummer 9 war leider auch nichts drin. Okay, das war jetzt schnell und, ja, ich hätte gern gesagt schmerzlos, aber eher schmerzhaft, weil einfach gar nichts rauskommt. So, dann haben wir den Priester hier auch noch. Und der hat auch noch mal drei Säckchen. Jetzt fangen wir mal mit dem epischen an. Das ist dann Nummer 10, Nummer 11, oh boy, und Nummer 12. Also, bevor ich das nächste Zeug farm, schaue ich jetzt nochmal auf WoW Head nach, was da für eine Drop-Chance steht. Das kann doch nicht wahr sein. Also, es droppt halt einfach gar nichts. Gut, die Chars kann ich jetzt hier wieder wegporten von der Jagd. Es ist ja immer ein Weekly-Lockout. Heißt, ich muss jetzt eine Woche warten, bis ich mit denen wieder farmen kann. Und ja, ich werde mich jetzt an die nächsten Chars ranhocken. Fürs Video war es das jetzt an der Stelle. Ich verabschiede mich an der Stelle einmal. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.